grüß euch Mateka hier willkommen bei einem Heldenvorstellungsvideo aber das soll jetzt nicht eigentlich gar nicht vielleicht sogar weniger Heldenvorstellungsvideo sondern hauptsächlich dreht sich jetzt darum um das aktuelle Balance Update also um den Nerf von Jove von Alphadont und halt um die Helden die aufgewertet worden sind und in Anschluss werde ich da über das Challenge Festival 1 Portal sprechen und halt die Helden da vor allem die neuen vorstellen und insgesamt wie wertvoll ihr halt das Portal empfindet. Halt, heute tägliche Beschwerung vergessen, sofort gemacht. Die darf man nicht entgehen. So, also ich muss jetzt schnell umblenden auf das Forum, wo die verschiedenen Änderungen drinnen ankündigt sein Ja, ich erspare euch jetzt diesen Text, ja bla bla, warum hin und her, welche Metrics sie da jetzt äh, betrachtet haben und welche nicht. Gehen wir her zu Jove. Was ist passiert? Jove war, ich weiß nicht wann ist er vor zehn Monaten oder so ist er war unglaublich overpowered. Ich weiß nicht, ob man das im ersten Moment überhaupt so extrem äh, Aufgefallen ist, also es gibt sicher von mir ein Vorstellungsvideo von Jove, ich werde sicher von ihm geschwärmt haben, aber ob ihn, ich bin mir gar nicht sicher, ob ihn damals vielleicht sogar nicht nur an, die da schon gerade frisch heraus war, nicht noch vorn gesehen habe. In Wahrheit war schon Jove noch stärker, ist noch stärker und das Orge ist jetzt an 10 Monate vergangen und er ist jetzt noch immer der stärkste schnelle Hitter, den man in die Devs stellen kann. Für einen Angriff gibt es natürlich verschiedene Optionen, das ist ja nicht so genau, da reichen oft, reicht oft weniger Schaden, da, da ist, spielt das keine so große Rolle. In der Dev geht es oft um maximalen Schaden und natürlich um unangenehme Zusatzfeatures. Und was Jove gehabt hat, mit minus 65% Heilung für alle Helden, die getroffen worden sind und das sind ja im Normalfall alle Helden. Das ist sehr unangenehm, weil man einfach von diesen Hits, wenn er früh auslöst, sieht dann halt ganz, ganz schwer erholt. Was ist jetzt gemacht worden? Ja, der Schaden von 530 auf 450 Prozent reduziert. Und ihr wisst, bei Jove ist ja das auf einen Helden und alle anderen werden mit der Hälfte dieses Prozentsatzes getroffen. Also dann mit 275 ab jetzt anstelle von äh, 265. 225 statt 225 anstelle von 265 so. das würde ich eigentlich ja wie soll man sagen generell meine einstellung jove war extremst überbauer der hätte nie so kommen dürfen und ich hätte ihn zu allen möglichen gelegenheiten früher genervt sofort und ein monat drauf und im nächsten balancing und im nächsten und jedes mal inzwischen ist es aber ist er aber schon so lange in umlauf und Inzwischen war er ja auch war das Portal, wo er normal drin vorkommen ist und seitdem gibt es ja viel mehr Joves. Und inzwischen ist er nicht mehr so viel mächtiger als andere Hitter. Inzwischen Zeto ist nicht so viel schwächer mit einer sehr ähnlichen Fähigkeit und es gibt andere Hitter, die entweder noch schneller oder, ich weiß nicht, also es ist zwar Jove weiterhin der stärkste Schnelle in der Dev gewesen bisher halt, aber so überragend war es jetzt auch nicht mehr, dass ich empfinde, dass man den jetzt unbedingt nerven hätten und müssen müssen andere Dinge, ganz sicher natürlich betriebswirtschaftliche Dinge für Small Giants eine Rolle spielen dabei. Und jetzt aber weiter. Wenn schon genervt, rein im Sinn des Balancings, muss ich ehrlich muss ich sagen, würde ich natürlich weiterhin genervt sehen. Aber wenn alles, was damit halt mit der Rolle spielt, dass dann halt viele Spieler sehr beleidigt sind, manche sogar aufhören, äh, einfach das halt so für die ganze Community schlecht ist, wenn es Nerfs gibt, da hätte ich gesagt, okay, lasst man so bestehen. Wenn schon nerven, dann finde ich, hätte halt einer von den beiden Nerfs genügt. Also entweder der Schaden runter, da ist er dann noch immer okay, sage ich, ah, für Def noch immer gut eigentlich, also noch immer einer der besseren Helden für die Defs. Äh, vielleicht nicht bei der allerbeste, aber einer der besseren. Aber die zweite Fähigkeit zusätzlich, das schaut harmlos aus, aber dafür, wenn Jove in der Def steht, ist das ein Riesenunterschied. Und zwar von 65% Heilungsverringerung auf 50, aber der Hauptunterschied, davor auf jede Heilung und jetzt nur noch auf Überheilung und das ist ja halt im Verhältnis gar nichts, weil die Überheilung erst dann zustande kommt, ja. Jetzt muss ich natürlich ehrlich wieder sagen, ich bin das einmal gefragt worden, ich habe aber damals keine Wiederrede gekriegt. Ich gehe ganz stark davon aus, dass das nur heilung betrifft die über den bisher, also über den maximalen äh, über den maximalen lebenspunkt hinausgeht falls ich das jetzt falsch auffasse ich habe inzwischen nicht gegen jove gespielt zumindest nicht in so einer situation wo das zum tragen kommen wäre falls das wirklich jeden, jede heilung betrifft also sprich wenn ich mit mir nie heil und es nicht zu einer überheilung kommt und dann trotzdem 50 prozent verringert ist das wäre natürlich noch immer annähernd gleich viel wert ich bin mir ziemlich sicher, dass nur die tatsächliche Überheilung verringert wird. Und zu der kommt es halt dann meistens überhaupt nicht mehr, wenn Jove einmal ausgelöst hat und wenn die Situation gefährlich ist. Weil die Situationen, in denen man schon vorher überheilt hat und das schaut ja super aus und dann die Jove zu und man hat auch noch immer volles Leben, das sind ja keine gefährlichen Situationen, die gewinnt ja sowieso meistens der Angreifer. Also deshalb Jove in der DEF schon stark entwertet. Und noch einmal, bitte für diejenigen, die ihn haben, ich finde aber die Entschädigung ist sehr, sehr fair. Dass diejenigen, die ihn haben, pro Jove hat ja jeder einen komplett so Zurücksetzer kriegt, wo man alle ähm, halt Ressourcen wieder zurückkriegt, die man reingesteckt hat. Und 20 ether kristalle die Äther kristalle sind nicht das Wertvollste, ja, aber der Rücksetzer ist was enorm Wertvolles. Und wenn man dann bedenkt, dass die meisten Spieler Jove jetzt trotzdem nicht zurücksetzen werden, weil er natürlich trotzdem ein guter Held bleibt, oder in einem gewissen Rahmen ist also schon ein guter Held dann wird der Rücksetzer irgendwann einmal sehr viel wert werden. Wenn es einmal so weit ist in ein, zwei, drei Jahren, dass die ersten doppelt geprägten Helden vielleicht schon wieder nicht mehr so interessant sind, dann kann man so einen Helden zurücksetzen und dann einen aktuellen raufbringen. Deswegen, wie es umgangen sind damit, dann finde ich okay. Dass jetzt noch genervt worden ist, finde ich falsch, aber man hätte schon früh, viel früher nerven sollen. Deswegen ist die Frage, ist es jetzt, ja, wie, wie sehr man sie aufregen kann. Die Spieler, die ihn besessen haben die ganze Zeit, können meiner Meinung nach sehr froh sein, dass sie ihn behalten haben dürfen bisher und jetzt haben es nicht mehr zumindest nicht in der Form okay zweite noch größere Änderung bauer also die ether ich weiß nicht wie heißt es auf deutsch keine ahnung ether bauer auf englisch halt tront von vier runden auf drei runden reduziert die helden dies betrifft seht ihr unten die die meinen Kanal verfolgen und regelmäßig zuschauen werden wahrscheinlich schon mal gehört haben dass ich darüber geschimpft habe dass ich gesagt habe und hätte eigentlich gar nicht kommen sollen und wenn schon dann sind vier Runden zu lange deswegen bin ich froh dass das gemacht worden ist es war ich glaube noch immer dass es generell nicht gut ist überhaupt von Anfang an mit Tont zu beginnen und ich bin auch kein Freund davon von sehr schnellem Tont oder auch nur schnellen schnellem Tont also auch ähm, ohne Wakamaru und ähm, Fortis empfinde ich als nicht langfristig im Sinne des Spiels, dass es möglich ist, für so schnelles Mana alle Specials von den Gegnern halt total zu entwerten, sage ich mal. Aber okay, es ist ganz schwierig, wäre noch viel schwieriger gewesen zu sagen, jetzt ist Alpha Tont ganz weg und kommt irgendwas anderes her. Das wäre schwer zu erklären gewesen, zu argumentieren gewesen. Und ich will jetzt nicht sagen, dass drei Runden Tont, dass das jetzt nur overpowered ist. Es ist trotzdem manchmal, also in, in vielen Situationen trotzdem Alpha sehr gut. Es wird Forzis gut genug bleiben, dass Forzis auch in Devs noch ganz vorn gespielt werden kann. Ob es jetzt ganz so, also ich, ich habe natürlich wie alle anderen noch nicht so viel jetzt Praxis damit sammeln können in dem einen Tag, den es jetzt geben hat. Aber habe doch etliche Male gegen Fortis kämpft oder auch Ludwig mit Alpha und es ist schon relativ oft jetzt möglich, dass man halt einfach die drei Runden wartet und es sich ausgeht, dass man dann seine Specials einsetzt als Angreifer, bevor der Tank auslöst. Ähm, insbesondere dann natürlich, wenn der Tank nicht allzu schnell ist. Also wenn jetzt Aramis Tank steht, haben wir im letzten Krieg gehabt. Nicht, dass es mir da so gut gegangen wäre, aber an fort ist es nicht gelegen, sagen wir mal so. Und im Angriff, ja, drei Runden sind ausreichend, um einen schnellen Tank zu meistens zumindest, um den auslösen zu lassen innerhalb von der Zeit. Bei OM drüber raus, mittelschnell ist schon sehr spekulativ. Also jetzt, um wieder beim stärksten Denk Aramis zu bleiben, oder viele andere Denks, die zurzeit so möglich wären, so mit, äh, ja, ich weiß was ist was, was möglich wäre, Ferus und Hurricane und, wie heißen es jetzt, die ganz aus Event der neue Ukonen und so, Brimstone, da gibt es mehrere, die theoretisch gute Denks wären die auf Schaden basieren, und die sind alle mittelschnell, und da ist es gar nicht so leicht, eben in den drei Runden den mittelschnellen Helden zu laden, dass du wirklich die Kombos drunter sein Müsste ich mir jetzt anschauen, aber ich glaube, dass drei Dreier-Kombos rein gar nicht reichen. Also ich glaube, es muss schon irgendeine Kombination zustande kommen. Ähm, ja, ich bin froh, wie gesagt, dass es reduziert worden ist. Auch wenn ich so manche Kommentare gehört habe und mir steigt halt geschrieben haben, ja, warum und hin und das ist unfair und ich habe so und so viele Strauchbeeren gelevelt und hin und her. Ja, Strauchbär ist jetzt wirklich für normale Kriege entwertet. Ein bisschen vielleicht finde ich schon selbst schuld, wenn einer fünf Strauchbeeren gemacht hat, weil einer ist jetzt so extrem overpowered war er ein, der auch davor nicht mit vier Runden Alpha tont. Und dann hätte es schon vielleicht denken können, dass das kommt. Also ich habe mir das ungefähr so erwartet und deshalb habe ich außer ludwig keinen doppelt geprägt ich habe vorige woche für mich selbst entschieden ich will jetzt äh, krampus machen und gerade wie verlautbart worden ist dass alpha ton beschnitten wird war krampus auf level 84 und damit war ich knapp vor der entscheidung tatsächlich ist jetzt krampus ein beispiel dafür und wenn ich da die liste durchgehe auch der schwarze ritter kara ludwig in weit auch in wahrheit eh fast alle bis auf jetzt queen anne eher nicht und Gerd sich ist sowieso zu, sonst zu schwach ähm, und gebe auch nicht. Aber die Mittelschnellen sind ja sowieso immer schon gute Helden gewesen, auch ohne Alpha-Tont. Und in dem Fall ist es natürlich trotzdem ein nettes Extra, wenn man drei Runden Alpha-Tont hat. Ich würde jetzt nicht als erstes, so wie vorher, lauter solche Helden doppelt breaken für die drei Runden Alpha-Tont. Aber es ist jetzt auch nicht der Held total entwertet und überhaupt nichts mehr wert, nur weil man ihn so jetzt stehen hat. Das heißt, auch für mich ist jetzt nicht ausgeschlossen, dass ich nicht trotzdem vielleicht noch Campus raufbringe. Ähm, aktuell gibt es fast keine schnellen Helden, die als Denk gespielt werden und auf Schaden aufgebaut sind. Das hängt aber auch damit zusammen, dass es eben Alpha Dont jetzt geben hat, und wenn ich jetzt immer rede, gibt es nicht, damit rede also red ich jetzt immer von den vordersten Allianzen, was so im Krieg steht. Äh, weiter hinten gibt es natürlich alles. Ähm, das ist natürlich ein Wechselspiel, jetzt wenn alpha ton schwächer ist werden natürlich auch wieder eher schadenbasierte denks in den devs stehen können ob die dann stärker sind also diese aktuellen devs mit hator müheni und mit ähm, eben aramis sind einfach wirklich gut und ob da jetzt schneller schaden besser wird ich glaube es gar nicht selbst wenn alpha ton ganz weg wäre aber zumindest ist es wieder äh, möglicher also wie gesagt ich bin ein befürworter gewesen davon ja, die, die es noch nicht gehört haben, wissen das jetzt, aber man, es, man muss es eh so nehmen, wie es kommt. Und jetzt eben kommen ist in dem Fall. Dann gibt es ein paar großteils kosmetische Aufwertungen. L-Radier kann jetzt gar nichts damit anfangen, weiß ich nicht, was er genau macht, ein bisschen stärker. ja Der war für mich quasi nicht vorhanden, weil ihn, ja man begegnet ihm fast nie, wenn man vorn spielt und für mich war er halt nicht gut genug, dass, ich, dass er in Frage kommen wäre. Maligna kommt noch, aus, einem noch einer, aus, aus einer Zeit, in der einerseits oft Monatshelden stärker waren im Verhältnis zu anderen Helden und in der ich auch noch viel weniger Geld ausgegeben habe als inzwischen und da habe ich dann die meisten Monatshelden gemaxt, insbesondere auch Maligna und habe sie dann auch gar nicht so selten gespielt, damals auch zum Beispiel gegen den gelben mythischen Titanen. Erinnere mich noch, bin ich ziemlich eingefahren mit ihr, weil dreimal hinten, nicht dreimal öfter, ich weiß nicht so oft, wie es halt gegangen ist, ich glaube fünfmal, weil bei großen Mana-Tränken spielt. Also fünfmal hintereinander nicht das Special kommen ist, wie die Alternative, die ich wollen habe. Und dann war der Angriff ziemlich versaut. Ähm, die ist natürlich, wenn man schaut, überall ein bisschen besser worden, aber seien wir uns ehrlich, die Stats sind so niedrig, dass er Hälfte der hauptsächlich auf Schaden aufbaut ist, das ist einfach zu wenig. Das ist bei allem, eigentlich alle diese Verbesserungen sind, völlig unnötig und dienen meiner Meinung nach nur der Besänftigung von Spielern, wenn gleichzeitig irgendwelche Nerves passieren, dass man sagt, ja, aber die haben wir eh gestärkt und, und jeder Spieler oder viele Spieler haben halt ein, zwei davon und denken dann, ja, okay, ein bisschen was haben sie in, auch in meinem Interesse gemacht, ja. Okay, Mika weiter. Ich habe Mika von Anfang an schlecht gefunden und umso blöder, dass ich ihn am Anfang gemacht habe, sprich, ich habe eigentlich nicht so gut gefunden, habe aber einreden lassen von anderen Spielern. Ja, macht denn der, der hat eine gute Fähigkeit. Ähm, ich habe ihn dann sehr wenig eingesetzt und das, was da an mehr geboten ist, hätte ihm damals vielleicht was gebracht im damaligen Umfeld. Inzwischen ist das einfach trotzdem zu wenig. Also reicht nicht, dass Mika jetzt besonders interessant ist. Mika wäre dann kurzfristig, wenn man auch Hanitra gemaxt hätte und wenn es für an selbst okay ist, dass man halt dann hätte man die Hanitra-Daumelstoffe, ich glaube, wie wir das für sechs Steine laden können. Und ja, inzwischen gibt es andere Möglichkeiten, auch Hanitra und ähnliche Helden für sechs Steine zu laden. Und übermächtig ist es trotzdem nicht. Also ja. Sir Roos, der auch, der war sogar, also Serhanen kam auf Deutsch, für die, die das jetzt nicht, ähm, ja, der war zu seiner Zeit mit 280% Schaden einer der härteren Hitter in Mittelschnell. Schnell inzwischen ist es natürlich... Völlig outdated, gar nicht so vom Prozentsatz her, aber er hat halt niedrige Werte und so weiter und 280 auf 310 bringt einem viel zu wenig, als dass er bei starken Accounts spielbar wäre. Das bringt nur den kleinen Accounts, die vielleicht ihn haben und sonst sehr wenig was, dass er halt ein bisschen stärker ist. Jetzt, ja. Yang Mai war damals in der Zeit, wo noch die Accounts schlechter waren, auch vor allem in meinem Umfeld schlechter waren und viel Mono gespielt worden ist. Auch ich habe damals manchmal Mono gespielt, wenn ich schlechter aufgestellt war als die Gegner, gegen die wir gespielt haben. Ähm, da wäre ja ein guter Held gewesen, ein äh, guter gewesen. Ich, hab sie, ich selbst habe sie nicht gelevelt, aber für Mono war sie immer schon ganz brauchbar. Inzwischen, ja. Ich glaube nicht, dass das viel Unterschied macht. Ein bisschen mehr Schaden. Schon die 60 ist natürlich, das gilt wahrscheinlich auf jeden weiteren Hit. Und natürlich kommen jetzt öfter Serien an Hits raus, aber also weiterhin einfach. In Wahrheit hätte ich das jetzt abschließen können. Auch bei Yunnan, das ist einfach zu wenig, als dass du jetzt irgendwas Großartiges sehen darfst. Was jetzt aber sehr wohl richtig interessant ist, sind die höheren Stats für Kostüme. Und da dürfen wir uns alle nichts vormachen. Natürlich sind nur die Kostüme jetzt erhöht worden bei denen also die kostüme von ähm, portalen erhöht worden für die jetzt dann neue helden äh, in nächster zeit noch rauskommen season 2 ist glaube ich ziemlich fertig vielleicht redet es am blödsinn aber ich glaube dass es schon für jeden season 2 helden ein kostüm gibt das heißt da ist momentan nichts weiter in planung und das schaut durch die finger obwohl natürlich die stats am niedrigsten sind während für season 3 4 und für das challenge festival da unten sind halt Helden in Vorbereitung, die kommen jetzt Monat für Monat dazu, also Kostüme. Und damit die halt attraktiver werden, wird der Kostümbonus erhöht. Und ich glaube, wenn es nach ihnen geht, würden sie nur den Bonus erhöhen, denn genau das neue Kostüm kriegt. Aber da haben sie, das wäre dann wahrscheinlich doch zu schäbig. Und stattdessen kriegt halt, kriegen halt zumindest alle Kostüme aus den Portalen den Bonus. Und da sind doch einige dabei, die, wo die, bei denen die Helden interessant sind. Und dieser Bonus, ja da 9%, 5% mehr äh, Angriffsverteidigung, was die wichtigsten sind, unten noch einmal 9% mehr AngriffVerteidigung Hilft sicher dabei, dass die Helden, die davon betroffen sind, vor allem wenn es Helden sind, die auf Schaden basieren, also die einen Schaden Special haben, dass die länger gut bleiben. Ähm, ich brauche da jetzt nicht mehr weiter äh, in dem zapp bleiben, ich gehe jetzt raus wieder auf das Spiel. Moment, da habe ich das Spiel. Und jetzt schaue ich ein bisschen nur, welche Helden ich da eigentlich habe. Beziehungsweise schauen wir als erst einmal, jetzt kommt dann erst nächstes die Vorstellung von den Helden im äh, Eventportal, welche Helden da jetzt eigentlich so betroffen sind davon. Abgesehen von den neuen, wenn haben wir da? Ein wichtiges Beispiel ist natürlich Panther, der schon ordentlich raufgegangen ist von den Stats her. Den könnte man äh, eben doppelt, aber nicht doppelt geprägt, Könnte man dort anschauen. Aber es sind die neue, gerade bei so einem Heldenwächterbanter da ist das schon viel wert. Ähm, natürlich auch die Überlebensfähigkeit, aber wenn es bei, bei solchen Helden geht es halt schon sehr um einen, um einen Schaden out, Schadensoutput und der ist halt jetzt nicht um 9%, das stimmt nicht ganz, weil die 9% gelten ja nur auf die Grundstats und zusätzlich hat er ja schon vorher sozusagen 100 jetzt da waren 17 ursprünglich hätte er 108 gehabt von den Grundstücken jetzt es 117 das heißt die Steigerung ist nicht wirklich 9 weil es zählt nicht auf die Wappen zum Beispiel ähm, aber sagen wir halt um was ich, was wird rauskommen 7 8 ähm, ist natürlich fein jetzt gehe ich, muss ich wieder raus damit ich wieder hinblättern kann Hab blödsinn das haben wir mit der Frosch irritiert weil ja, Rumpelstilzchen, das bleibt. Weißer Hase ist ein Beispiel auch, es vielleicht interessant ist, der schon ein bisschen grenzwertig war, doch eher niedriges, also wenig Schaden gemacht hat. Aber eine Sonderstellung hat er so ziemlich einziger, gut spielbarer 5 sterne defter in äh, schneller Deftern in Gelb, also wird der einzige sein weiterhin, ja. Ähm, bleibt dadurch natürlich länger spielbar. Ähm, wen haben wir da drin neu im Portal? Ja, ihr seht, es sind viele noch ausständig Jetzt Gazelle beispielsweise ist natürlich ein super Held für die Funktionen, die sie hat. Aber der Angriffswert bringt für die Funktion jetzt nicht so viel mehr, weil sie selbst ja keinen Schaden macht. Ein bisschen was halt, wenn man es beim Titanen spielt und so. Aber wenn man im durchschaut, es sind viele Kostüme einfach nur ausständig. Und das ist auch der Grund, warum es das überhaupt so jetzt gibt, warum es den Bonus so geben haben, einfach damit die neuen Kostüme, die rauskommen, äh, mehr Anklang finden und dass er halt mehr beschworen wird. Ähm, gut, in er. Er ist natürlich, wie gesagt, überall Satz, fein praktisch. Ähm, er ist auch noch interessant, weil er schon sehr hohen Angriff. Ja, aber trotzdem außerhalb von Rush bei, bei Top-Accounts kann man trotzdem nicht mehr spielen. Okay, und was gibt es bei, jetzt schaue ich nur kurz auf meinen eigenen, inwiefern ich noch betroffen werde. Eigentlich überlege ich gerade, das ist ja fast besser in der Akademie, habe ich mehr Überblick, glaube ich. Oder habe ich das überhaupt? Habe ich doch nicht. Academie sage ich im Museum. Wie finde ich am ehesten raus? Jetzt müssen wir da auf Herkunft und auf Stärke raus, Teams priorisieren raus. Und dann schauen wir, ob ich da irgendwo finde die anderen äh, Gruppen, die es so gibt, die verstärkt worden sind. Ich befürchte, ich verdure jetzt eure Zeit, geht da sind wir, da haben mit mit Season 4, ja, da kommen ja langsam die Kostüme erst. Wo haben wir es denn alle? Wie gibt es das? Die sollten ja da nach der Reihe kommen. Ein Beispiel ist für mich jetzt Geffion. Es ist schon, also der Startboost ist merklich, aber halt nicht, wissen wir sagen, es ist nicht der, die allergrößte Änderung. Generell empfindet es schon zwar eine gute Sache, dass dieses, diese Satz erhöht worden sind, aber es ist natürlich extrem schäbig, dass es nur die Kostüme betrifft. Sollen es wenigstens die Leute ein bisschen auch bedenken, die nur die Normalversion haben, die nicht fürs Kostüm Geld ausgeben haben. Sollen es einfach alle alten Helden ein bisschen aufwerten. Oder zumindest, wenn schon nur ihr Portal aufwerten wollen, in dem die Helden vorkommen, dann sollen sie halt wenigstens auch die nicht Kostümversionen aufwerten. Aber es geht ihnen halt wirklich einfach nur darum, dass genau da beschworen wird und dafür brauchen sie, dass halt auch der gestiefelte Kater einen ordentlichen Kostümbonus hat und von den Stats her aktuell ist. Na gut, also das meine Meinung. Insgesamt Kostümbonus Erhöhung fein, Jove, Nerf. Prinzipiell richtig, aber zu spät und deshalb hätte er nicht mehr kommen sollen. Und auch nicht der Doppelnerv, entweder Schaden oder Heilung, finde ich, hätte ausgereicht. Jetzt früher nicht, früher hätte der Schaden gescheit runter müssen und so, aber jetzt hätte es ausgereicht. Und Alphadon, bin ja Befürworter davon. Jetzt zu den neuen Helden. Der Froschprinz. Er ist langsam, ist immer das gleiche langsam heißt dass er nur bestimmte einsatzmöglichkeiten hat und dafür einiges voraussetzen muss ein beispiel wäre dass halt einfach die gesamtheit von seinen specials von seinem special so mächtig ist dass er sie zumindest bei rush so richtig durchsetzt also verursacht 180 prozent schaden weil man vorher bei den stats war natürlich enorm hohe stats wie alle neuen helden 180 prozent ist für langsam ziemlich wenig aber wir wissen ja auch wenn wir da schauen da kommt noch einiges dazu alle Gegner leiden über 5 Runden 1285 Giftschaden. Der Wirker erhält jedes Mal eine kleine Menge Mana, wenn Giftschaden verursacht wird. Ja, also Mana, ich lese mal fertig vor. Alle Gegner erhalten minus 24% Mana-Regeneration für 5 Züge und Verbündete teilen 5 Runden lang den Schaden, den dieser Charakter durch Spezialangriffe und normale Angriffe erhalten würde. Jetzt, weil das das letzte war, beginnen wir mit der letzten Fähigkeit. Das ist eine ganz neue. Also, wir haben, ist man noch nicht untergekommen, dass nicht der Schaden, den jeder Held kriegt, untereinander aufgeteilt wird, sondern wirklich nur der Schaden, der dem Froschprinzen zugefügt wird, wird aufgeteilt. Das heißt so viel wie, dass, wenn der Schaden normal verteilt wird, wird der Froschprinz am längsten überleben und die anderen Helden halt ein bisschen anteilsmäßig mehr Schaden nehmen und halt entsprechend da ein bisschen früher draufgehen ist ganz praktisch in Kombination damit, dass halt dieser Schaden über Zeit auch äh, ihn wieder auflädt und vielleicht Vorsprint dann ohne großartiges Zutun ein zweites mir irgendwann einmal auslöst. Eine kleine Menge Mana bedeutet normal immer 0,4 Steine. Das wird genauso für, mit ähm, Mana-Boosts und so weiter erhöht. Ähm, Langsam bedeutet ja meistens, dass man dann in der Praxis 10 äh, ja, Steine benötigt, je nachdem elf Steine normal, aber sagen wir jetzt zehn, damit es leichter ist. Mit einer kleinen Menge Mana, wenn drüben alle Gegner wirklich getroffen werden, kriegt er also in einem Zug zwei Mana, sind halt ungefähr ein bisschen weniger als 20% im Normalfall von dem, was er braucht für die gesamte Ladung. Jetzt werden natürlich nicht alle Gegner so lange überleben, es wird dann weniger werden, aber wenn das eine Zeitel rennt, abhängig, also unabhängig jetzt davon, dass die Gegner sowieso leicht, vielleicht sterben werden, nur daran, wird er halt vielleicht halb geladen sein danach, wenn das ausläuft, je nachdem, wie viele halt stehen und so. Also ist ganz nett, der Mana-Boost, ähm, alle Gegner halten Mana-Regenerations-Debuff, ist natürlich auch positiv, das Problem ist nur, dass der Großteil seiner Fähigkeiten, der wichtigen Fähigkeiten, also sprich der Schaden über Zeit und auch die Mana-Regeneration halt gereinigt werden kann. Und auch anfällig ist gegenüber allem, was mit Don't zu tun hat. Und auch wenn jetzt Alpha Don't auf drei Runden reduziert worden ist, allein die Tatsache, dass es jetzt viele doppelt geprägte Alpha Don't da gibt, bewirkt natürlich, dass die auch weiterhin eher gespielt werden, egal ob richtig oder falsch. Ich glaube sogar richtig, aber selbst wenn es falsch wäre, würden sie gespielt werden. Und da ist halt dann ein langsamer Held. Ja, also war eigentlich ein Blödsinn, dass ich jetzt auf langsam gekommen bin, weil langsam bedeutet ja weiterhin Rush. Aber wenn ich überlege in Rush, natürlich wäre das schlimm, wenn der auslöst und ich habe keinen Daunt aktiv als Angreifer. ist also erst in der Def, ich habe keinen Daunt aktiv, habe keinen Reiniger, was ja bei Rush meistens der Fall ist, beziehungsweise wenn solche Helden stehen, müsste ihr halt vielleicht einen Reiniger mitnehmen. Ja, das wäre schlimm, aber wenn das eintritt dass ich selbst nicht geschützt bin, den Gegner noch nicht wegschießen habe können und äh, nix, keine Antwort dagegen laden kann, dann würde ich eh gegen andere Helden auch und andere sind aber sonst schon noch unangenehmer, aggressiver. Also ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob der Froschprinz für irgendwas gut ist. Ich hoffe, es ist immer jedes Mal, wenn ich sowas sage, hoffe dass ich nicht daneben liege, dass ich nicht danach höre, ja, aber dies, dies und das und, und im Endeffekt setzt er sich doch irgendwo durch. Aber im Angriff, es bringt da nichts, in den Devs stehen jetzt überall Aramis, Hator in den normalen und bei Rush steht auch Aramis, steht Milady De Winter, ähm, ja, die halt verhindern, dass die Helden Ziele von äh, negativen Statusveränderungen werden. Und weil bei ihm halt alles, was wirklich gefährlich ist, über Statusveränderung kommt, ist das nicht spannend. Ich finde es so lustig, das Bild gefällt mir gerade in der Gesamtaufnahme ja, man schaut nicht, das ist nicht so sicher, aber die, das gesamte Bild gefällt mir eigentlich gut. Nee. Aber würde ich ihn ziehen, da müsste ich schon einige gute Geschichten über ihn hören, damit ich mir überlegen würde, ihn zu maxen. Okay, der gestiefelte Kater. Vor schätzungsweise zwei Jahren bis vor ungefähr einem Jahr waren viele Minions unterwegs, nicht nur, also in den Devs sowieso, aber da war auch im Angriff, da sind relativ viele Minion-Helden gespielt worden. Also da waren noch Freya und Berha aktuell auch als jetzt rein so Pseudo-Heiler im Angriff für mehr Überlebensfähigkeit und halt teilweise wirklich so, dass die Minions langsam den Gegner tot gehabt haben, dass einfach das Team so viel Heilung und so gehabt hat und das hat gereicht. Aktuell würde das ja gar nicht funktionieren, so ein Ansatz, allein weil in allen Devs fast aktuell Heiler drinstehen. In anderen Zeiten hat man gar keinen Heiler braucht in der DEF, Inzwischen ist es so, dass zumindest im Zentrum oft die besten Helden Heiler sind. Und dadurch sind so passive Ansätze, wenn man nicht irgendwas Aktives hat, nicht ganz so leicht durchzusetzen, sage ich jetzt einmal. Okay. Aber jetzt, ähm, wo, wo genau wie bin ich drauf gekommen, dass damals Minions äh, wichtig waren oder, oder stark waren im Angriff auch? Aber wenn es ich selten gespielt habe, aber andere schon. Unser Anführer in UCLA hat zum Beispiel mehrere Teams. Da gibt es ja auch einen, einen, äh, ja, einen YouTube-Kanal. Äh, da hat sie in Kriegen oft drei Angriffe gespielt mit solchen Teams, mit so Aufstellungen, mit lauter Minions. Und das hat damals gut funktioniert. Und da war gestiefelter Kater besonders stark, weil er halt ein Team, das aus mehreren solchen Helden besteht, gleich mal anstarten lässt. Gleich mal, okay, für mittelschnell, was damals noch okay war, sage ich einmal knapp okay. Inzwischen ist es jetzt halt auch schon langsam, also er wird in der Version nicht mehr gespielt werden. Jetzt schauen wir, was macht die neue Version. Wie die meisten Helden bleibt er Mittelschnell wird von Schurke ein Kämpfer ist ungefähr genauso gut sage ich einmal in meiner Vorstellung. Hat die gleiche Fähigkeit, alle Beschwörerhelden beschwören für sich einen Lakaien. Das ist immer der Lakai, den er sowieso selbst machen würde. Das ist übrigens besonders starke Kombo, weil sie dort drin vorkommt. Mit der Herzkönigin. Mit der, das war natürlich sehr beliebt, weil dann die Herzkönigin Norn drauf gemacht hat und einfach ja, halt den Tont aktiv gehabt hat, längere Zeit. Okay, weiter. Beschwert drei Mauslakeien mit 20% Lebenspunkten und 20% Angriff. Die Lakeien verfügen über minus 16% Präzision. Was das mit dieser Minuspräzision auf sich hat, warum das überhaupt dabei ist, ich verstehe es nicht, weil es so wurscht ist. Die Präzision ist gering, ist jetzt um weniger herabgesetzt worden. Die Minions sind von zehn Prozent Lebenspunkten auf 20 erhöht, Angriff runtergesetzt worden. Die neuen Minions sind viel stärker, weil sie doppelt so groß sind. Also dieser Riesenunterschied. Die Präzision, wie gesagt, war ja fast egal, weil so ein Lakai sowieso fast keinen Schaden macht. Und dann trifft er jetzt heute halt eine wenn es jetzt nicht gerade gegen Stein hat, geht was wichtig ist, dass sie weggeht, ist das so wirklich nebensächlich. Jetzt, wie gesagt, ich verstehe nicht, warum das überhaupt jemals drin war, macht den Helden nur komplizierter, ohne dass es einen großen Einfluss hat. Bisher hat er 548 Lebenspunkte über vier Zügen geheilt, jetzt sind es 324 über 4. Also schon einiges weniger. Inzwischen sind es überhaupt nur mehr 81, wenn ich mir das jetzt kurz ausrechne, pro Runde. Sehr, sehr wenig. Also die Funktion hat sich geändert. Er hat selbst mehr Überheilung über seine Minions. Und das ist, bitte nicht äh, vernachlässigen oder nicht, nicht missachten, wie viel das eigentlich ist. Das sind 60% Lebenspunkte, 60% Überheilung. Also, es wird nicht, also er wird dann nicht leicht zu töten sein, sage ich einmal. Und dann nur alle Verbündeten erhalten plus 50% Angriff für vier Züge. Und bisher waren das nur 30%. Ja. Er wird so und auch natürlich über einen Kostümbonus und so, dass er halt insgesamt mehr, ja heute wird mehr, mehr aus, da, halt nein, nicht einmal, hat eine schlechte Verteilung. Das ist eine wirklich schlechte Verteilung. Dafür so wenig Lebenspunkte, also wenig Def und so viele Lebenspunkte ist ein schlechtes Verhältnis. Und gott für seinen so Helden wie er sie ist, ist Angriff so hoch nicht so toll. Also generell für einen Angriffshelden wäre das toll, aber für einen Helden wie den Kater nicht. Ja, aber jetzt unabhängig von den Stats, die das Special ist schon, finde ich, klar besser oder, oder das, sagen wir, zeitgemäßer als das erste, weil die Heilung über Zeit, 4 Runden, 5, 48 war ja auch schon nicht viel. Man darf ihn halt einfach nicht als, hauptsächlich als Heiler sehen. Ich glaube trotzdem, dass er eher ein Spaßheld bleiben wird. Die 50% Angriff sind immer wieder einmal gut. Ähm, ich glaube aber in der Kombination, wie die, das Special sonst ist, kann man es nicht wirklich wo einsetzen. Was bringt das aus also, wie Events, Türme und so, wo Angriffsbrust oft gut ist oder auch Titanen, mythische Titanen? so da ist das restliche Special einfach sinnlos. Das bringt nichts. Das wird nur es verlangsamen, wenn Minions heraus sind. Das heißt, dafür ist der Angriffsbrust nicht wichtig. Ähm, ja. Es. Ich glaube nicht, dass es an ihm liegt, ob jetzt gerade Minions äh, gut spielbar sind oder nicht. Natürlich wird es lustig sein mit den gestiefelten Kater, wie es wahrscheinlich immer so gewesen dass es lustig ist, wenn man so ein Team baut und einmal der Kater auslöst und alle Helden haben äh, Minions, teilweise richtig starke Minions und vielleicht welche, die ja Funktion haben, die irgendwas Bösartiges machen wie von der, bei der Herzkönigin. Aber ist für mich auf jeden Fall alles andere als ein Chase-Held weiterer neuer held es sind andere chase helden das wollte jetzt gerade einen Einsprung also die, die, die überleitung machen aber davon rede ich nach der vorstellung von hänsel jetzt noch bei dem ist es auch so hänsel war einmal richtig gut ist wir ganz neu weil ist war wirklich schon alter held wie er ganz neu war ist er sogar von manchen auch in kriegen im angriff gespielt worden weil da ist diese mindless deck am anfang also ist es so ist natürlich ist es ist jetzt nicht faktisch ein mindless deck aber äh, Ähnlicher, ein ähnliches Prinzip. heute ähm, halt noch nicht so verbreitet gewesen. War dadurch auch also ein Rush relativ lang äh, im Einsatz und gerade bei vier stern turnieren war er natürlich top ursprünglich. Inzwischen bräuchte er aber vor allem höhere Stats, um auch bei den vier stern richtig gut zu sein. Und was ist da das Problem? Natürlich war Small Giants weiter gierig und will nur die... die seltensten helden erhöhen damit das geld reinkommt und nicht die vier stern helden top spielbar lassen und deswegen ist der kostüm bonus da läppische drei 3%, 3%, 6% sechs prozent blieben und mit diesem bonus ihr seht es eh die stats bleibt hänsel halt weiterhin einfach nicht gut jetzt wenn man das vergleicht ja das problem ist ich habe jetzt nicht ohne <laughs> ich schaue kurz raus ob ich einen wieder irgendwo im vier stern bereich an helden habt ja, das problem ist die haben alle wappen drauf deswegen kann man es nicht so gut vergleichen jetzt schauen wir mal hänsel nur ohne bonus ja der setzte 336 prozent ist wirklich für nichts jetzt wenn man schaut ein bisschen besserer Viersternheld, hält der gewappnet und geprägt ist wenn das jetzt wie gesagt schwer zurückrechnen aber wenn man sagt hey man auf wie viel der kommt wenn der nicht ne, wie schon gesagt, ich kann es nicht vergleichen. Ich habe es probiert, ich schaffe es nicht zu vergleichen. Aber die Stats wären auf jeden Fall deutlich höher als die, die Hänsel da jetzt hat. Das Special bleibt, schon in der normalen Version ähm, ist, ist es interessant. Jetzt schauen wir, wie verändert sich sich zum Kostüm. 255% Schaden bisher. Im Kostüm 209, eine ganz komische Zahl, warum nicht 210? Ja, warum immer, ist jetzt kein Geschäft, wo es darum geht, dass man einen 9er-Preis hat. Fügt dem Ziel automatisch 150 Schaden zu und reduziert seinen Mana auf 50%, auf 50 für drei Züge, das 50% drei Züge bleibt und da kommt es jetzt auf 341 Schaden. Der Schaden skaliert normal mit dem Angriff, schauen wir wie hoch wird der 478 gegenüber vorher 202. Der ist deutlich höher, das hat aber für die Funktion von Hänsel fast keine Bewandtnis, weil am Anfang macht er ein bisschen weniger Schaden. Der Schaden, den er am Anfang macht, wird zwar um weniger verringert sein als der zweite erhöht ist im kostüm aber das ändert nicht viel weil das die entscheidende funktion dass dann der held nicht auslöst und so weiter das ist ja und dann haben wir jetzt im kostüm der wirker hält plus 84 prozent verteidigung gegen spezialfähigkeiten für drei züge war bisher bei 74 prozent und ist finde ich auch vernachlässigbar also ich bin ein bisschen enttäuscht hänsel war ein sehr guter Held damals und ich habe ihn sehr gern gespült, haben glaube ich sogar doppelt gemaxt damals und inzwischen schon lange nicht mehr, ich habe ich bin nie dazu gekommen, dann ihn zu breaking, weil da war schon nicht mehr ganz meine allererste Wahl zu dem Zeitpunkt, wie die ersten Limit Breaks rauskommen sind und es bringt das Kostüm viel zu wenig Mehrwert. So die Klasse noch nicht angeschaut, okay, die Klasse wird ein bisschen besser von Kleriker auf Kämpfer, aber das reicht trotzdem nicht für mich, dass der jetzt in mein Haupt 4-Stern-Arsenal kommen würde. Obwohl, es ist schwierig, die Fähigkeit ist ja trotzdem gut an sich, sie ist gut, aber der Mehrwert gegenüber den normalen ist einfach nicht groß. So. Und jetzt, was ist das Gesamtportal? Das ist natürlich immer die, die gleiche Betrachtung, 1% davon vorgestellten Helden. Sprich, jede im Schnitt 300. Beschwörung ist einer davon dabei. Das kennen wir ja. Und wie immer bei den Challenge Festival-Portalen gibt es keine nicht also nicht Eventhelden im Portal. Und das macht insgesamt das Portal natürlich schon interessant. Jetzt zählen wir kurz gemeinsam, wie viele nicht vorgestellte Eventhelden es gibt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 so viele das habe ich gar nicht damit gerechnet wenn man das so über ein bisschen als nicht 0,6 sagen wir auf einen bestimmten also 0,06 entschuldigen, wäre natürlich ein blödes 0,6 wäre ein bisschen viel ähm, ja ist natürlich man braucht jetzt nicht davon ausgehen, einen bestimmten zu kriegen. Wenn ich jetzt aber sind schon ein paar noch immer gut spielt dabei, was so und wie sag nicht mehr, weil der wirklich nur für wenige spielbar sein wird. Kestel schon ein bisschen für mehr, aber auch nicht mehr aktuell. Das sind alles trotz Kostüms an die beiden uninteressant blieben. Der grüne Ritter ist natürlich für das was er macht, wenn wenn einem, das, einem sein Special gefällt sehr gut und er ist in manchen Situationen sehr bedrohlich. Herzkönigin Außer jetzt, wenn wirklich in Kombination mit der ich finde sie ja einfach nicht, nicht, nicht mehr zeitgemäß. Weißer Hase ist dadurch, durch seine Sonderstellung mit dem dann ist er zeitgemäß. Rotkäppchen nicht. Wächter ist es natürlich, ja, es kommen schon ein paar Helden zusammen. Hutmacher hat eine wirklich interessante Fähigkeit, die vor allem bei Rush weiterhin gut bleibt, obwohl die schon so schlecht sind. Er ist ja fast immer, glaube ich, oder eh immer beim, äh, bei den Paktbeschwörungen dabei, dadurch kriegt man vielleicht ihn eher mal irgendwie nebenbei. Rumpelstilzchen ist einfach nur ein Spaß hält. Grüne Wer empfinde trotz Kostüm nicht interessant. Ich weiß da manche andere Ansicht, aber mich interessiert auch das Kostüm nicht. Findle ist im Kostüm äh, für, das, für die Fee Funktionen, die er so hat, gut. Und ist jetzt wieder, seit äh, die Helden doppelt geprägt sind, natürlich wieder stärker geworden, weil halt die meisten Helden sechs Runden lang von Anfang an einen Buff drauf haben und dadurch finde er wieder alle Helden trifft und dann ist er schon gut. Ähm, dazwischen war es so, dass jetzt eher weniger buffs in den Devsoft waren und das nicht immer einsetzbar war. Ja. Trotzdem würde ich weiß ich weiß ich nicht, ob ich ihn kriegt, aber ich glaube es nicht, habe ich mir hab nicht kriegt, aber ich würde ich mit meinem Account jetzt würde ich nicht brauchen ihre andere Def danns. Ja. Ich erzählte gut, natürlich Ritter gut, Anne natürlich top. Javerwalk habe ich, wie er das erste Mal rausgekommen ist, schon mit Kostüm gekriegt. Und das ist bei ihm ein Beispiel, wie arg das ist, dieser Power-Grip, weil Javerwalk vor, wie er das erste Mal gekommen ist, vor keine Ahnung was, drei Jahren, vier Jahren, war er kurzfristig meiner Meinung nach der beste lila Held in der Dev. Der ist immer auf der, am Flügel gestanden. Und da hat dieser kleine Schaden vom Normalen ausgereicht, dass das wirklich bedrohlich war. Inzwischen, also wie gesagt, ich habe vor ein, ich weiß nicht, ist das ein Jahr her oder dreiviertel Jahr her das Kostüm kriegt und es war eigentlich von Anfang an klar, dass ich das nicht brauchen werde. Auch jetzt mit dem Bonus ist das zu wenig. Ja, kamelien natürlich für viele noch interessant. Aber großes Highlight, gefeatured, das Wächternilpferd. Und ja, manche haben die Bem Vermutung, Befürchtung, dass das Nilpferd eventuell genervt werden könnte. Und gerade nach dem Portal, dass sie jetzt nochmal abkischen wollen und dann das Nilpferd nerven. Also ich selbst bin ja eigentlich nicht der Meinung, dass sie jetzt wirklich das so gezielt machen, dass sie wirklich den Held nochmal featuren im Plan, dass sie ihn fix dann nerven. Also ich glaube eher nicht, dass sie das jetzt davor haben, weil wenn sie das vor hätten, da vergra also vergraulen sie schon Spieler. Das glaube ich eher nicht. Aber grundsätzlich wäre für mich schon immer schon das Nilpferd ein äh, Nerf-Kandidat gewesen, weil das Nilpferd einfach überall gut ist und teilweise überragend. Also dass das Nilpferd in Türmen überragend ist, sollte inzwischen bekannt sein. Das ist vielleicht für Small Giants, hat zu wenig Einfluss, dass man Helden wegen äh, Turmdominanz äh, nervt. Aber das Nilpferd ist halt einer der besseren Angriffshelden, ist einer der besseren Def-Helden, steht in vielen Defs. Zur Zeit auch auf hohem Niveau. Ich weiß nicht, ob genau wie jetzt gerade in des Debatte spielt. Ich glaube, sie spielen ohne Nilpferd. Aber manche der anderen Top-Allianzen, wir haben jetzt gerade gegen Aggressive kämpft, Die haben Nilpferd gehabt auf der Position 1 stehen. Wir haben so immer hin und her. Am wir was auf haben wir nicht. Wir sind uns nicht ganz sicher, ob es jetzt gut ist oder nicht. Und in welchen Konstellationen ich glaube, gerade in den aktuellen Defensiven wäre es eigentlich gut. Ähm, ja, es ist einfach ein Monster. Ein Event sowieso, also ein top hält und vielleicht kann sich jemand erinnern dass ich damals beschworen habe da war das nilpferd und die gazelle dabei und ich habe viele münzen aufkommen gehabt und war bereit quasi all in zu gehen und wollte beide haben zum glück ist es damals gegangen ich habe zwar irgendwas ich weiß nicht jetzt ein bisschen über 200 Beschwörungen, glaube ich braucht aber hab dann beide gehabt oder vielleicht irgendwie vielleicht waren es weniger auf alle fälle habe ich beide gekriegt und war sehr sehr froh drüber, weil die drei Turmsiege, die ich inzwischen gehabt habe, hätte ich ganz bestimmt nicht ohne Wächter Nilpferd erzielen können. Ja. Also wer soll jetzt beschwören? Jeder, der ein Nilpferd gern hätte, hat da jetzt die Chance dazu. Aber nochmal, es gibt eine gewisse Gefahr, ist jetzt schon da, dass es wirklich in irgendeiner Form beschnitten wird. Es wäre brutal, aber es wäre nicht das erste Mal. Deswegen, ich jetzt nicht sagen, holt es euch und dann ja. Die beiden anderen vorgestellten sind für mich eher so Spaßhelden. Der hauptsächlich, weil er für mich spaßig ausschaut. Ich glaube nicht, dass die Fähigkeit sonst sowas wird. Und gestiefelte Karte, wie gesagt, glaube ich schon sehr befriedigend einzusetzen, wenn er in ein Team mit eben, wie gesagt, die äh, Königin und aber andere Minion-Helden vielleicht irgendwas dazwischen, das das ausnutzt. Äh, er da dazu. Ja dann ist er lustig, aber ich glaube nicht, dass das nur äh, im Moment, ich meine, das ist jetzt ein Beispiel, den ich das jetzt aufzählt, dass in den Devs sehr viele Ogimas stehen, das stimmt zwar, dass gegen diese Devs dann der gestiefelte Kater und jedes Minion, der ihm nicht einsetzbar ist, aber selbst die stärksten Allianzen haben jetzt nicht 30 Ogimas stehen, deswegen ist es eh wurscht, irgendein Ziel findet man schon ohne Ogima, man müsste halt aufpassen, dass es nicht dann doch einmal passiert, ja. So ist es Und was werde ich machen? Ich warte jetzt in allererster Instanz jetzt einmal ab, sofort beschwere ich nicht. Ihr seht, ich habe viele Münzen, die kommen immer wieder dazu, weil das oft die Besten im Verhältnis zu Kaufenden sind mit Angeboten, die ich sowieso gern kaufe. Ähm, ich bemühe mich natürlich jetzt nur, wegen den Münzen kaufe ich die jetzt nicht mehr, aber es kommen trotzdem manche dazu. Ähm, ein paar werde ich vielleicht machen einfach schauen ein zweites nilpferd wird mir schon weiterbringen sowohl für kriege im angriff als auch glaube ich dass doppel hippo in türmen schon sehr stark sein kann dann gibt es diese Außenseiterchancen auf eine anne auf ich mein, manche von den besseren habe sonst aber die wird mir viel bringen auf was sind die anderen der weiße hase wird mir was bringen grüner Ritter, ja weiß ich gar nicht, Will mir persönlich jetzt gar nicht so viel bringen, aber wer wollte der Held, den ich vergessen habe, irgendwann gibt es noch, den ich vergessen habe, oder nicht, vielleicht doch nicht, vielleicht wollte ich gerade sagen, den grünen Ritter, aber den brauche ich gar nicht so dringend, ja, viele werde ich nicht machen, irgendwie als Prinzip, obwohl ich es jetzt eher schlecht gemacht habe, hätte ich wahrscheinlich doch gern das Kostüm, ja, ich, weiß es nicht. ich glaube, wir irgendwann im Laufe von einem anderen Video, wo ich es dazu schneid, vielleicht 20, 30 Beschwörungen machen, und das war's. die Festruhe sind die klassischen, ja, Nein. So viel dazu, was ich vorhabe. Ähm, ich habe es heute noch nicht angeschaut, aber schaut euch, wenn ihr vorhabt, was zu beschwören, die Events und der Event-Infos durchklicken, dann an, was im Webshop gibt. Es gibt bestimmt günstigere Angebote sonst da jetzt. Ansonsten da, die sind nicht so spannend. Ich glaube, ja, ich kann jetzt nicht vorschauen, weil es nicht auswendig was kommt. Das ist nur für die allergrößten Accounts interessant, dieses mit den Helden-Erweiterungsplätzen. Was haben wir da? Ja, Nahrung. Wer es halt braucht dann ist für die, die es brauchen, ist jetzt tatsächlich das Angebot das günstigere meistens, also nur ganz selten als welche geben die günstiger sind, aber es ist halt trotzdem teuer, für eine Million Nahrung ungefähr über einen Daumen an Euro zahlen, das ist einfach, ja, arg, na gut, sehr lang hat es gedauert, jetzt wisst ihr wie es ist, Ciao.